Anstoß zum bereits 24. Unica Pranger Rosalienpokalturnier des SV Forchtenstein in der Sporthalle Mattersburg. Zugleich das letzte Qualifikationsturnier für das Hallenmasters am 13. Jänner in Oberwart. Ein Turnier, das alljährlich seit Bestehen zu den Highlights im Hallenwinter zählt. Es ist immer traditionell mit den Mannschaften Mattersburg, Bahndorf, wo schon zum Stand gehören. Und wir machen heuer das erste Mal einen Manderpokal, damit die Attraktion noch besser wird. Und nächstes Jahr gibt es ein Jubiläum. Nächstes Jahr lassen wir uns natürlich für das Jubiläumsjahr das 25. Mal etwas einfallen. Lassen Sie sich überraschen. Vielleicht mit der Fiete und Austria, oder? Ja, alles ist möglich. Diesmal aber sind noch keine Star-Mannschaften am Werk, sondern neben dem Veranstalterteam Forchtenstein noch der SC Neudörfel, der SV Schattendorf, der SC Bad Sauerbrunn, Askel Kaisersdorf, natürlich Titelverteidiger, die Amers aus Mattersburg sowie der SC SV Barrendorf und der SC Solenau als Gast aus dem benachbarten Niederösterreich. Und das erste Tor des Turnieres fällt spät, im Eröffnungsspiel SV Mattersburg gegen Sauerbrunn durch einen Patzer. Luka Bisacic erzielt dieses Tor in Hälfte 2. Die Amers gewinnen letztendlich mit 4:1. Beim Rosalien Cup in Mattersburg gibt es einen Tapetenwechsel. Die Barndorfer in Weiß werden von der jungen, blutjungen Neudörfler Truppe entzaubert, verlieren 3:6 und verpassen damit den Einzug ins Endspiel. Ja, und die Sporthauptstadt Mattersburg ist wieder einmal Ausrichtung Gastgeber eines Megasport-Events. Und Mattersburg widmet ihnen auch diesen Rosalienpokal 2018. Nach 12 Vorrundenspielen treffen die Neudörfer letztendlich auf den haushohen Favoriten und Vorhersieger, den SV Amateure Mattersburg. Der regierende Meister tut sich gegen die Youngsters äußerst schwer. Allerdings können beide Mannschaften die sich bietenden Chancen lange nicht nützen. Für Spannung und Aufregung ist also gesorgt. Und just in Unterzahl, weil nämlich Behonek für ein dummes Foul 2 Minuten absitzen musste, erzielt der Mattersburger mit der Nummer 7, Amas Helic, das 1:0 für die Mattersburger. Und damit endet das Spiel der beiden Gruppenersten mit dem 1:0-Sieg der Mattersburger. Und wieder einmal ist der SVM, die Amateure des SVM, sind also wieder einmal ganz, ganz vorne und gewinnen auch dieses Pokalturnier. Verdientes Lob für die Amers, aber noch mehr für die junge Neudörfler Truppe. Ja, wir haben gut gespielt und haben das gemacht, was der Trainer gesagt hat. Und ja, ein bisschen was hat uns am Schluss halt gefehlt. Das nächste Mal machen wir es besser und für die Meisterschaft schaffen wir es dann. Vor allem das Glück hat gefehlt, ne? Ja.
vor allem das Glück. Ansonsten hat uns eigentlich nicht wirklich viel gefehlt. In numerischer Unterlegenheit hat also Mattersburg das Siegestor geschossen. Sehr knapp vor dem Ende. Das war aber auch ein Glückstor und ja, wir gratulieren den Mattersburgern und alles Gute für die Meisterschaft. Aber Gratulation auch erneut. Ja, wir haben eh gut gespielt und haben das gemacht, was der Trainer gesagt hat. Und ja, ein bisschen was hat uns am Schluss halt gefehlt. Das nächste Mal machen wir es besser und für die Meisterschaft schaffen wir es dann. Vor allem das Glück hat gefehlt, ne? Ja, vor allem das Glück. Ja. Ansonsten hat uns eigentlich nicht wirklich viel gefehlt. Ne? In numerischer Unterlegenheit hat also Mattersburg das Siegestor geschossen. Sehr knapp vor dem Ende. Das war aber auch ein Glückstor und ja, wir gratulieren den Mattersburgern und alles Gute für die Meisterschaft. Aber Gratulation auch erneut. Danke. Bahndorf wird Dritter vor Bad Sauerbrunn und die Veranstalter aus Forchtenstein immerhin landen sie noch auf dem fünften Platz.